Okay, gucken wir mal, ob wir das irgendwie anders hier in den Griff kriegen. Ich darf nur nicht über meine eigene Mine laufen. Fallen. Annäherungsbombe. Obwohl, das wird denen egal sein, die werden kaum über die Annäherungsbombe laufen. Ich kann einen Traktor natürlich schmeißen. Ne? Dann kommen sie. Und wie die dann kommen. Oh shit. Da habe ich mich aber verlaufen. Oh mein Gott, jetzt zu viele. Mal gucken, wie viel wirklich hinterherkommen. Ausreichend. Ich war platt. Ich hätte jetzt natürlich das Bike innehmen können. Das klappt jetzt nicht mehr richtig. Aber die werden mir nicht irgendwie hinterherlaufen. Glaube ich. Mal. Natürlich nicht die Lane. Schlafen, bis tagsüber ist. Aber das ist irgendwie auch so eine Schießtaktik, ne? Hier gerade. Irgendwie ist das so eine cheesy Taktik, ne? Nimm es mal wörtlich. Der Weg ist das Ziel. Die sind sau schwer. Okay. Haben die geschlafen, nicht geschlafen. Kommen die eigentlich irgendwann nochmal machen oder sowas? Wenn man sagt, ich will die nochmal auf eine andere Art und Weise versuchen. Nee, ne? Gibt es in diesem Spiel nicht. Kann man hier nicht schlafen? Wieso nicht? Man muss auch schlafen können, ja, ne? Wie flott. Sagen. Wie Bosa so schön sagt, ich glaube. Hauptsache erledigt. Ja, aber ich weiß nicht. Die anderen habe ich ja jetzt auch nicht so angepult. Ich war ja schon auf Dächern. Ich war auf dem Dach da. Da könnte man doch, wenn du hier drauf. Kann ich jetzt nicht zeigen, aber.
Da kannst du doch schön auf dem Dach einen Kamin legen und dann über die Dächer irgendwie nach hinten abhauen. Und auf dem Weg schon mal mit Molly wahrscheinlich einige davon mitnehmen. Das wäre doch ganz geil. Irgendwie, oder nicht? Das wird doch gehen. Da irgendwie hoch. Da kann man ja auch hoch. Da sind ja sogar Kisten. Und dann hier oben und dann von oben irgendwas runterwerfen. Das wäre noch cool. Das würde ich gerne machen. Vielleicht war ich nur zu laut oder sowas. Der siebte Zwerg, einen schönen guten Abend. Wo sind sie denn jetzt? Warum ist denn hier keiner mehr? Verarschen? Sind die jetzt da drüben drin? Jetzt ernsthaft, wo ist die denn hin? Die kann doch nicht weg sein, die Horde. Alle mit Weile, ja, ja. Die ist nichts kaputt gegangen, ne? Die ist die mit dem Fahrrad los? Wir holen die Horde oder wo ist die jetzt? Jetzt ernsthaft, ich meine das so. Nein, die gehen abends aus dem Haus. Die gehen nicht morgens aus dem Haus. Die gehen nachts wandern die. Tagsüber wandern die nicht. Meine ich. Oh, da komme ich ja gar nicht hoch. Ah doch. Was für ein Geräusch denn so? Das könnte man machen. Guck mal, da kann man hier... Ich werde hier sterben. Hier hoch und dann kann man hier lang laufen. Dann kannst du hier rüber. Das ist doch cool. Und von da aus dann unten auf die Hütte springen wahrscheinlich. Oder sowas. Das wäre doch mal was. So, und die können, wo können die Viecher hoch? Die können hier wahrscheinlich hochkommen. Das ist stark anzünden, dass die hier hochkommen können. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann ja E drücken, um den Holzstapel umzuschmeißen, oder was? Aber wo sind sie denn jetzt? Immer dem Dreieck, ne? Ja, welches Dreieck? Welches Dreieck? Auf der Minimap? Nee. Achso, manchmal wird dieser orange Kreis als Dreieck angezeigt. Ja, aber scheint jetzt gerade hier nicht der Fall zu sein. Hier können die auch hochkommen. Ne? Ja, okay. Wahrscheinlich. Ja, ich weiß es nicht. Komm, wir schmeißen mal so einen Attraktor. Ich glaube nicht, dass sie den hören. Die können ja nur da drüben sein. Aber ich glaube, ich würde die doch hören hier. Hätte ich nicht schlafen sollen? Hier sind keine Zombies gerade.
Ich dachte, die machen nur Nachtswanderungen und tagsüber schlafen sie. Hier ist nicht eine Horde. Was? Soll ich nochmal neu laden? Hier ist keine. Hier sind keine Zombies auf diesem Gelände. Die sind weg. Kennt es jemand? Die Anzeige zeigt die Entfernung an. Knapp 400 Meter. Wo siehst du das denn? Ach da. Nein, Quatsch. Das ist albern. 400 Meter ist man zu Hause hier. Da, ich nehme den Wegpunkt mal weg. So. Immer Matze. Schreibst du in Chat und guckst dann die nächsten 5 Minuten weg? Das habe ich doch eben gerade getan. Ich habe doch eben gerade einen geworfen. Das ist doch keine 2 Minuten her. Da runtergeworfen. Was glaubt ihr, was das war? Habe ich doch gerade gemacht. Hier kommt keiner. Hier ist keiner. Ihr seid ja witzig. Lustig, dass hier die Tür mittlerweile auf ist. Hier ist keiner raus. Also man darf hier nicht übernachten anscheinend. Spielladen. 1.17 Uhr. Versuchen wir das mal. Das war auf jeden Fall noch in der Nacht. Oder ein Bug, der Penn im Hordenkopf nicht vorsieht. Ja, vielleicht. Andere Menschen gehen halt wahrscheinlich nicht während einer Horde schlafen oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich will jetzt nicht im Dunkeln. Im Dunkeln ist nicht gut munkeln. Ja. Gut, dann werfen wir den Adaptor nochmal und wecken die Jungs halt auf. Die werden not amused sein. Kannst du auch kommen, das will ich sehen. Okay. Jetzt aber weg hier. Noch mehr. Oh shit. Okay. Okay.
Die leer? Leer? Wieso ist denn leer? Willst du dich verarschen? Komm, das ist alles, was ihr habt! Ist doch nicht leer, nur gerade nachgeladen. Also leer ist das Letzte, was man hören will. Geht aber ganz gut so. Wir gehen jetzt mal ins Camp und füllen mal die Munition nach. Ich möchte dieses Leerwort nicht nochmal. Oh, die ist wirklich leer. Nee, das darf nicht sein. Das ist so. Dann holen wir mal eben kurz Muni und dann machen wir die gleich mal zu Ende. Ja. Also mit dieser Hin- und Herlaufgeschichte fühlte sich nicht so schwierig an. Speichern. Stimmt, könnte ich ja nicht zwischendurch mal. Ne? Ach komm, Risiko. Waffenschrank, Primärwaffe. Aber irgendwie fühlt sich nicht richtig an. Wobei ist es ja kein Cheat oder sowas. Es ist ja ein ehrliches Hin- und Hergelaufen. Das mit dem Dach machen wir wieder, das fand ich gut. Cleveres Ausnutzen der Spielmechanik. Auch eine Ex-WoW-Spielerin. Den Begriff kenne ich nämlich nur daher. Die Formulierung. Cleveres Ausnutzen der Spielmechanik. Na ne, kommt da jetzt, reagiert da jetzt keiner mehr drauf? Mal nachsehen. Was können wir denn mit diesen Dingern da anstellen? Das würde mich mal interessieren. Alle. Oh ja. Gar nicht, wenn ich drauf schieße. Interessant. Dann muss ich die wohl sprengen anscheinend. Das sind aber noch sehr viele. Du Scheiße! Wechsel doch nicht die Knarre, wenn ich im Konzentrationsmodus bin. Ach du Scheiße, ich glaube, die kommen mir ewig hinterher. Yeah.
Okay. Jetzt ist eine Wolfshorde. Ja, und hier, die Krähen, die hätten mich aufgefressen. Naja, das werden noch nicht alle sagen. Aber ich habe keine Hordenbelohnung bekommen. Also die Horde wird wiederkommen. Das werden nicht alle sein, glaube ich. Der Balken ist wahrscheinlich... Ich habe nicht drauf geachtet. Wann ist der Balken weggegangen? Als ich zu weit weggelaufen bin wahrscheinlich, ne? Aber wenn es alle sind, kriege ich nur noch... Normalerweise direkt so ein... Diese klassischen Achievements kriegt man doch dann, wenn man alle erwischt hat. Gibt doch dann direkt so eine Chance. Das habe ich hier jetzt gerade nicht bekommen. Diese Einblendung. Horde zerstört. Ach so. Ja, die Quest. Ah, okay. Hat sich schon aktualisiert. Stimmt, die Quest ist oben auch weg. Hast du recht. Die sind mir aber echt alle in der... Also ich hätte nicht gedacht, dass die so weit hinter... Ich habe ja Schwein gehabt, dass die vorher immer wieder umgedreht sind. Da habe ich mich so ein bisschen verjagt. Nein, du kriegst eine Fullscreen-Einblendung, Matze. Dann läuft das, wie es schon 10.000 Mal gesehen hast in dem Spiel, läuft dann so ein Ding ab und dann kriegst du dafür deine Punkte irgendwie so. Normalerweise. Bei den anderen Horden war das so. Das ist das, was ich meinte. Du meinst sicherlich was ganz anderes, aber ich meine genau das. Ich möchte trotzdem... Nee. Jetzt können wir mal schnell speichern. Ich wollte eigentlich Munition nachfüllen hier. Das kann nämlich nicht schaden. Und die Ohren sammeln wir mal auf. Theoretisch müssten das alle gewesen sein, ja. Balken ist weg. Aber was kann man mit den Dingern jetzt machen hier? Das tötet nicht wirklich Leute, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Dieses schnatzende Geräusch hier. Ja, ist oben Kartoffeln. Die haben die rumgehangen, ja? Okay. Aber manchmal schlafen die auch da drüben, ne? Oder nicht? Wo muss ich denn hin? 38 Meter? Ich bin ja total... Nacktheit oder sexuell explizit ist. Ich melde dich mal dafür. Da kannst du Gift draufnehmen, dass du bei Twitch aber innerhalb der nächsten halben Stunde runterschmeißt. Weiter. Zeitstempel. 01 Central European Summertime. So. Meldung abschicken. Dankeschön. Diesen Benutzer blockieren und auf Wiedersehen. So. Das waren Teenager mit Minderwertigkeitskomplexen.
So ist das dann. Ach du Scheiße, Deke. Ich hab wohl das Beste verpasst. Ja. Ja. Nächstes Mal fahr ich. Und du kriegst die Fricke. Ja, Bruder. Okay. Jetzt einfach darüber. Gut. Alles klar. Okay, das war's. Fahr zurück zum Camp. Wir treffen uns dort. Okay. Und, Bußmann. Fahr vorsichtig. Ja. Was glaubst du denn? Dass ich mich in die Luft jage? Ich würd's tun. Ich heb dir was auf. Ja, das war ein Troll. Kommt relativ selten hier vor, aber es kommt immer wieder vor. Du weißt ja, das Internet kennt den absoluten. Ich weiß eigentlich gar nicht weiter. Das war vielleicht ein Kampf. Ich erinnere mich noch an meine erste Begegnung mit einer Horde. Ich konnte bloß weglaufen. Aber jetzt sie fertig machen, sie niederbrennen, das hat sich gut angefühlt. Jetzt diese Lasterbombe Stadler. Wie Weaver sagen würde, lassen wir es hochgehen. Und zwar so richtig. Feierabend, gutes Ende. Ich will mal gucken, was wir noch machen können. Ja, andere Horden. Habe ich jetzt gerade nicht so viel Bock drauf. Man könnte Feierabend machen. Wie gesagt, ich kann. Sonst wird es halt mal. Es ist ja ein Stream-Archiv. Ich habe nur gesagt, als ich noch Let's Plays gemacht habe, habe ich die Folgen mal so 20, 30 Minuten gemacht. Also meistens so 30. So, wir sind jetzt bei 30. Kann man auch mal machen. Wow, Ringo, krass. 10 Abos. Wahnsinn. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Krass. Herzlichen Dank. Und das ist richtig, richtig viel. Danke. Wahnsinn. Der Matze gab mir ein Geschenk. Mein erstes hier auf Twitch. Drum gebe ich zur späten Stunde heute etwas in die Rund. Auch mit Gedicht. Mein erstes Mal, dass ich verschenke, auch gänzlich ohne Kitsch. Ich hoffe, etwas von meiner Freude weitergeben zu können. Das ist ja cool. Uranus, ich wünsche dir eine gute Nacht. Kann ich gesehen. Genau. Schönes Wochenende, gute Nacht. Das ist ja eine schöne Erklärung. Und der Matze ist an allem schuld, kann man ja irgendwie sagen. Aber in dem Fall ist das, glaube ich, gerne. Dankeschön. Cool. Nur noch wieder nach Hause, dann geht es weiter in der Story. Ja, ich denke... Hey, Deke, hörst du mich? Ah. Hey, Ricky. Was gibt's? Ich muss noch ein bisschen am Laster rumschrauben. Ich sag Bescheid, wenn er fertig ist. Ich lasse jetzt erstmal Lotti zu Ende laufen. Mit nächster Wette. Im Stream-Archiv hört man das ja nicht, aber... Aber so wird es auch mal sein. Nee. Ja, es ist 14:45. Ist eigentlich dann auch eine ganz gute Zeit, dass ich mich ins Bett verabschiede. Dann entscheide ich mir dann, ob ich die einfach mit 30 Minuten auf YouTube dann hochlade oder ob ich sage, hängen wir nächstes Mal nochmal 20 Minuten dran. Aber ist ja auch kein Weltuntergang, wenn mal irgendwas nur 30 Minuten geht. Da war ja auch ein bisschen was los, muss ich sagen. Danke. Bereit, wenn du es bist. Hauptsache, die Schuld hat es geklärt, ja. Sie kommen, Ricky. Es sei denn, wir schlagen zuerst zu. Da hat er recht. Du hast recht. Okay, Ricky, Ende. Das ging jetzt aber schnell. Ja, ein bisschen mal zurücklaufen hier. Ist uns auch nichts zu looten, ne? Großartig, ne? Wir können mal in das Nero... Jetzt können wir aber schlafen im Nero-Camp, ne? Ich glaube, ich passe auch in die Folie. Wie gesagt, vielleicht gleich machen. Ich mache nur noch ein paar kleine Aufräumarbeiten. Nochmal looten, eben... Wenn hier noch was ist. Sachen nachfüllen. Ja. Und das können wir mal eben anhören hier. Nero, mein Gott, was für ein Gestank! Oh ja, stimmt ja, du bist neu hier. Sie haben den Wigwam-Brenner angeworfen. Den was? Den Wigwam-Brenner. Siehst du? Da hinten. Sieht aus wie ein riesiger, rostiger Salzstreuer. Ach
komm. So riechen kann ich ihn auf jeden Fall. In den 60ern haben die da drin Sägemehl verbrannt. Die brannten 24 Stunden am Tag. Sahen fast aus wie kleine Vulkane. Und jetzt verbrennen sie hier die Leichen. Ich schätze, das war die letzte Ladung aus Farewell. Die machen dicht. Wir werden zu einem Massengrab drüben in Iron Butte verlegt. Wenigstens wird es nicht so übel stinken. Wollen wir es hoffen? Oh. Naja, brauchen war der Dialog ja auch nicht. Dann legen wir uns mal schlafen eben. Ich werde eine Weile meine Augen schließen. Dann bist du nächste Woche eher fertig. Ja, ich hab's ja jetzt nicht irgendwie. Circa eine Stunde noch oder länger. Ich glaube echt nur 10 Minuten oder so. Dann eine halbe Stunde Weltzeit. Wie, ihr meint, das Spiel ist in 10 Minuten vorbei oder so? Oder in einer halben Stunde? Geht das so? Kommt nur noch eine Cutscene und dann ist fertig oder wie? Los geht's. Ich glaube, ihr werdet das Story jetzt nicht weitermachen. Naja, ich sag mal so, wenn ihr sagt, die Story geht jetzt nur noch 15 Minuten oder sowas, dann machen wir das noch. Das wäre ja albern. Sonst würde ich jetzt aufhören. So. Also, weil noch eine Stunde oder sowas. Wie gesagt, die Woche war ein bisschen anstrengend irgendwie. Aber gibt ja jetzt, wenn die nur nach 10 Minuten geht, irgendwie, gibt ja keine Veranlassung, irgendwie allzu lang geht es nicht mehr. Ist immer schwierig abzuschätzen, wie lang. Ne? Also so in dem Augenblick, wo irgendjemand sagt, du musst noch etwas erledigen, weiß man bei mir nie genau, wie lange es dauert. Also. Wird irgendwas gegrunzt? Komm her, du. Nee, geh doch da durch. Idiot. Na los. Schlaf jetzt. Ganz ehrlich, auf die mittlere Maus, dass du diese Konzentrationsgeschichte zu legen, ist derart dämlich. Weil er immer mit Mausrad auf die Waffe wechselt. Das heißt, rutschst du dann einmal versehentlich ab, wechselt er dir die Waffe durch. Das ist mir heute ja mehrfach passiert, bei der Horde eben auch. Da muss ich das mit dem Mausrad durchwechseln. Abschaffen. Das muss ich abstellen. Das benutze ich sowieso nicht, das Mausrad. Wir chatten eine Stunde. Der LKW ist da fertig. Bei mir nicht. Ja, der LKW ist fertig. Ich guck mal nur auf die Karte, was man sonst noch machen kann. Oder was wir noch haben, sind dann Aufgaben. Gar nichts. Hordenkiller. Ja, nur noch Horden. Und das schaffst du nicht allein. Ich würde sagen, wir machen das nächste Mal. Auch wenn es dann vielleicht kurz ist oder sowas. Spiel speichern. Ich plane auf jeden Fall für den nächsten Stream dann sicherheitshalber ein, dass wir dann mal einen Spielwechsel herbeiführen. Das würde ich machen. So. Aber um die Uhrzeit wäre es ganz gut, jetzt aufzuhören. Und wenn das dann nur eine Viertelstunde geht oder 20 Minuten, dann bis vermutlich ganz durch ist, dann hänge ich das hier an diese Aufnahme ran. So machen wir das. Ich glaube.